Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age. Endlich haben wir es geschafft. Endlich haben wir die Zwerge mit im Boot. Wir haben hier den Harrowmont. Wo ist er denn? Ist, glaube ich, gar nicht mehr da. Den haben wir zum König gemacht. Und jetzt müssen wir hier noch den einen oder anderen Quest erledigen. Und dann gehen wir der Geschichte von Shale nach. Aber zuallererst gehen wir selbstverständlich in die Halle der Bewahrer, weil da haben wir ja zwei, drei Quests, die wir erledigen müssen. Und dann werden wir erstmal das Inventar bearbeiten. Ihr seid wahrlich aus Stein gehauen, Wächter. Oh. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ach, guck mal. Cardol ist da. Ja, mit dem hatten wir ja den einen oder anderen doch sehr netten Talk in den tiefen Wegen. Jetzt unterhalten wir uns nochmal mit ihm. Wenn es mir jemand erzählt hätte, hätte ich es für eine Lüge gehalten. Wächter, dank euch haben wir wieder einen König. Das ist wichtig, jawohl. Der Rest war auch beeindruckend, aber der Legion geht es vornehmlich um die Klärung der Herrscherfrage. Jetzt können wir die dunkle Brut wieder ordentlich bekämpfen. Kann ich darauf zählen, dass ihr an meiner Seite gegen die Verderbnis antreten werdet? Nein, unser Platz ist hier unten. Ach komm. Wenn ihr die Verderbnis zurücktreiben könnt, werden wir dafür sorgen, dass sie keine Fluchtmöglichkeit mehr hat. Wir brauchen euch da hat. Oben, Mensch. Wir sind also indirekt an eurer Seite. Cardol. Das ist mehr, als jeder andere Oberflächler behaupten kann. Versuchen wir mal zu überreden. Ah, wir brauchen euch an der Oberfläche. Zeigt der Welt, wie gut ihr seid. Ihr allein verleiht derlei Worten solchen Nachdruck. Ja. Jeder aus der Legion schuldet seiner Heimat den Tod. Aber wenn der an der Oberfläche sinnvoller ist, dann soll es eben so sein. Ach, Cardol, aber danke. Nach dem Sieg geht's zurück nach Orsama. An der Oberfläche würde ich mein Gefühl für den Stein verlieren. Ach. So, jetzt haben wir Cardol auch und was ich gerade sehe, ich muss noch aufsteigen. Dann machen wir das auch mal ganz kurz. Jetzt ist die Frage, was wollen wir denn? Was wollen wir denn? Stärke? Brauchen wir Stärke? Nicht wirklich, oder? Aber komm, wir hauen. Also die 16 Klugheit, die tun mir ja trotzdem weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, wir hauen ordentlich Willenskraft und Magie hoch. So, bei den Fähigkeiten, meisterhafte Kräuterkunde, machen wir. Genau, so. Jetzt ist die Frage, welchen Skill? Geistheiler, die Wiederbelebung haben wir schon, Lebenswächter. Lebenswächtung, reinigende Aura. Mit dem Lebenswächter könnten wir einen unserer Gefährten quasi beschützen. Aber wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Was gibt es denn noch, was ich so gerne habe? Was haben wir hier? Todesmagie. Ist dieser Modus aktiv? Das sind die Modi, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Was haben wir hier? Wandelnde Bombe. Die wandelnde Bombe hat auf schwer ja den Nachteil, dass man quasi auch seine eigenen Leute schädigen kann. Was haben wir hier? Zauberschild. Ist diese Fähigkeit aktiv, besteht bei jedem gegen den zaubernden gewirkten Zauber eine Chance von 75%, dass der Zauber ins Nichts aufgesaugt wird und stattdessen Mana kostet. Ist alles Mana verbraucht, bricht der Schild zusammen. Was kostest du? Das ist eine Erschöpfung 5%. Aufrechterhaltung kostet 45 Punkte. Was haben wir hier? Zauberirrlicht. Heilung. Heldenhafter Angriff. Der Zaubernde verstärkt die Kampffähigkeiten eines Verbündeten, wodurch dieser einen Angriffsbonus erhält. Aktivierung 29. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Das machen wir. Da können wir Hundi verstärken oder Shale verstärken. So, jetzt gehen wir in die Halle der Bewahrung. Da müssen wir ja Quests erledigen. Ihr erinnert euch. Der Edukuteig, ne, den wir entdeckt haben und beweisen können, dass... Gott, wie heißt sie denn? Ich weiß es gar nicht. Egal. Dass sie eine Eduken ist. Nicht Eduken, Eduken. Oder doch Eduken. Egal. Schon eine Weile her. Hier, genau. Wie heißt sie denn? Orta. Genau, der Ortenteig. Ja. Ich war in Sorge. Ich wusste nicht, ob ihr überhaupt zurückkommen würdet. Habt ihr Unterlagen gefunden? Irgendeinen Hinweis auf den alten Ortenteig? Ich hab die Unterlagen dabei, Orta. Ihr habt sie gefunden? Ja. Lasst mal sehen. Das ist der Name meiner Urgroßmutter. Und ihr Mann.
Oh, bei den Ahnen. Sie sind es. Ich bin es. Ich bin eine Ortin. Oh, danke. Gerne. Ich muss sie sofort zur Versammlung bringen. Mhm. Dort findet ihr mich. Sobald sie anerkannt sind, gebe ich euch alles, was ihr wollt. Oh Gott, eigentlich will ich doch gar nichts haben. Solange du mir keine Truppen geben kannst, will ich gar nichts haben. So, jetzt müssen wir hier noch zu dem Bewahrer. Zu dem müssen wir noch. Weil dem müssen wir A, diese Kopie geben. Genau. Die Kopie von den Namenslisten. Und B, haben wir da ja noch was von der Legion der Toten. So. Beeindruckend, Wächter. König Harrowmonts bevorstehende Krönung wurde in die Erinnerungen eingetragen. Kann ich euch noch bei etwas anderem behilflich sein? Mhm. Ich habe hier einen Abrieb. Vielleicht könnte der euch interessieren. Was ist das? Eine Liste von Namen? Die meisten dieser Clans gibt es gar nicht mehr. Ist das echt? Darauf könnt ihr euren haarigen Arsch verwetten. Das stammt immerhin von einer Tafel in Carradines Festung. Ist das nicht? Dann sind sie wahr. Die Gerüchte über Carradines sogenannte Freiwillige. Erstaunlich. Ich würde gerne eine Kopie davon anfertigen. Die Halle der Bewahrung hat kaum Informationen über Carradine und seine Golems. Das ist ja gewaltig. Wächter, hoffentlich ist dieses Artefakt aus unseren Archiven als Belohnung ausreichend. Ich muss sofort die Halle der Bewahrer informieren. So, genau. Jetzt sprechen wir ihn nochmal an. Beeindruckend, Wächter. Ja. König Harrowmonts bevorstehende Krönung wurde in die Erinnerungen eingetragen. Kann ich euch noch bei etwas anderem behilflich sein? Genau, ich erbitte eure Erlaubnis, hier eine Kirche zu gründen. Das ist ein seltsames Ansinnen, zumal ihr in unserer Stadt noch neu seid. Ich komme im Namen von Bruder Burkel, einem Kleriker aus Redcliffe. Das dachte ich mir. Er trägt diese Bitte nicht zum ersten Mal vor. Meine Antwort an Bruder Burkel ist dieselbe. Und ich frage auch euch, aus welchem Grund sollte ich die Ahnen beleidigen und mit 2000 Jahren Tradition brechen? So, sind wir jetzt klug oder überreden wir? Also einschüchtern werden wir ganz bestimmt nicht. Wir lassen die Klugheit. Aber so klug sind wir nicht. Ach, wir versuchen's. Die Mildtätigkeit der Kirche könnte Orsama eine große Hilfe sein. Von welcher Mildtätigkeit sprecht ihr? Jo. Die Kirche könnte den Kastenlosen Arbeit geben. Ich weiß nicht, ob das gut für Orsama wäre. Unsere Kasten haben uns gut gedient. Aber die Kastenlosen nicht. Aber möglicherweise wäre es ja doch von Vorteil. Also gut. Mm. Er darf wunschgemäß Gebetstreffen abhalten. Aber nicht seinem Gott einen neuen Tempel bauen. Das wollte er ja auch wenigstens gar nicht. Kommen diese Worte dann von einem von uns. Also, gibt es noch etwas? Nö, vielen Dank für eure Zeit. Ich werde diese Unterhaltung den Erinnerungen hinzufügen. Hoffentlich bereue ich das nicht. So, und jetzt haben wir doch noch irgendwie, lass mich mal ganz kurz hier in das Questtagebuch gucken. Orsama. Ach, Dagna müssen wir ja auch noch machen. Aus den Erinnerungen verschwunden. Eröffne Orta. Orta müssen wir in der Versammlung. Das müssen wir auch noch machen. Na, da haben wir noch eine ganze Menge. Die Kaste der Toten, genau. Wenn ein Beweis für die Herkunft des Haussymbols der Totenkaste gefunden wird, könnte es dazu führen, dass die Legion der Toten als eine Art eigenständiges Adelshaus anerkannt wird. Damit die Gültigkeit dieses Anspruchs geprüft werden kann, muss das Symbol in die Erinnerungen der Halle der Bewahrung eingetragen werden. Ja, gut, aber wo machen wir das? Haben wir da noch irgendwas? Erinnerungen. Genau, weil das ist nämlich das Verwirrende, das macht man nicht hier über den Bewahrer, sondern man muss es in die Erinnerungen eintragen. Weil wir haben es ja, das Symbol. Quest absolviert. Jawohl. Jo, jetzt müsste es raus sein. Irgendwie war das ja jetzt nicht so. Halt, Tagebuch? Genau. Wir haben ihn. Der Gesang aus den Tiefen. Hilf Bruder Burkel. Genau. So. Gut. Wunderbar. Dann haben wir hier, glaube ich, alles erledigt. Jetzt gehen wir noch nach unten. Ins Marktviertel. Mit Dagna, das machen wir noch ein bisschen später, weil da müssen wir ja erstmal in den Turm der Magie. Dann müssen wir endlich unser Inventar ein wenig, also dann ein bisschen was verkaufen, damit wir wieder Platz haben. Und dann werden wir mit Shale und der ganzen Truppe, ich glaube auch, genau, Gruppe verwalten. Jetzt schicken wir hier den da wieder weg, den
beim Donnerkiesel. Ja, mach, dass du wegkommst. Und ich glaube, wir nehmen einfach mal... Och, jetzt geht das wieder los. Alle entfernen. Tau, genau. Dreck. Ja, jetzt nehmen, ja. Nehmen wir mal den guten... Ja. Oh Gott, wie heißt er denn? Leute, echt. Severin. Severin mit, genau. Und Leliana natürlich. Komm schon, Leli. Ah, oh, das ist wirklich so lästig. Also nochmal alle entfernen. Braska. Weil da macht wirklich... Tat. Ja. 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 Oh, nein, ja, doch, komm ja. Schon. So, und Hundi. Genau, so. Dann sind wir wieder zu fünft. Alle da, sehr schön. Severin kann aufsteigen. Geschicklichkeit, Stärke, dem... Wie viel kannst du denn? 9, dann geben wir dir ein bisschen Stärke. 20? Komm, Klugheit kriegst du auch ein bisschen. Und nochmal Willenskraft. So. Die meisterhaften Kampftechniken kriegst du. Meuchelmörder. Unter die Gürtellinie. Da können wir jetzt 3 können wir ihm geben. Meisterbogenschütze. Doppelschlag. Gegenschlag. Jawohl. Supi. So. Jetzt hat er 3 Taktikfelder erhalten. Ich quäle euch jetzt nicht mit den Taktiken, oder? Quäle ich euch mit den Taktiken? Die Taktiken sind... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hat er denn schon den... Hat er schon so... Jetzt, wenn er selbst angegriffen wird, von Gegnern umringt, haben wir das schon? Das haben wir doch bestimmt schon. Jetzt muss ich mich hier erstmal... Ja, das haben wir, genau. Beliebig, schneller Schuss. Wundumschlag benutzen. Zu Nahkampfwaffen wechseln. Oh Mann, Leute. Genau, so jetzt. Selbst... Oh Mann, jetzt ist die Frage. Von Gegnern umringt? Oh, oh, oh. Hat Rüstungstyp. Hat einen... Ah, Leute, jetzt wird es echt schwierig. Ich glaube, wir lassen das einfach mal. Da werde ich mal in mich gehen, was wir da mit Severin machen. So, jetzt gehen wir einfach mal los hier. Jetzt haben wir nämlich 2 Fernkämpfer dabei. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Was ist das? Das dachte ich mir doch. Schon wieder diese... Kommt zu meinem Gefängnis... So, und dann bringe ich mich hier mal ein bisschen aus der Gefahrenzone. Mache ich auch hier mal einen Stein. Und du bist schon tot. Wunderbar, Bellenfanatiker. Ich knall mal um. So, und Eis. Und jetzt, so langsam komme ich hier auch wieder in die Steuerung. Das war nämlich nach... Ja, das ist doch mal... Aua! Jetzt komm schon. Ich werde jetzt nicht wegen dem hier sterben, oder? Also was mache ich denn jetzt schon wieder hier? Kann ich dich jetzt endlich vereisen? Oh, du mich saugen? Na also, geht doch. So, dich vereise ich jetzt da hinten auf. Jetzt hau ich dir da noch einen Stein entgegen. Die sind da jetzt nicht so schwierig, oder? Die sollte man doch kriegen. Genau, so langsam komme ich auch mit der Steuerung wieder klar. Es war nach Dragon's Dogma ein bisschen... Die ersten 2-3 Aufnahmen fand ich ein bisschen schwierig. So, jetzt tun wir die noch filzen. Weil wir brauchen Kohle. So, gut. Dann haben wir die. Sehr schön. So, jetzt geht's runter ins Diamantenviertel. Das heißt, wir werden heute vermutlich noch eine Runde hier einfach in Orsama verbringen. Bevor wir dann in den Teig gehen, wo Shale herkommt. Machen wir mal schnell weiter. Was ich immer so lustig finde, ist, wenn man Shell dabei hat, dann hört man immer, wie die läuft. Bum, bum, bum. So, jetzt aber ab ins Viertel. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich noch eine Nack? Sprechen wir mal diesen Nackfänger an. So. Und verkaufen müssen wir, genau. Ins Lager gehen wir erstmal nicht, glaube ich. So. Nack, haben wir noch einen Nack? Ihr seid der beste Fänger, ja, den ich je gesehen habe. Wir haben tatsächlich noch einen Nack. Raus, Atrast Vala, meine Nackfängerfreunde. Nein, jetzt haben wir keinen mehr. So, dann gehen wir jetzt wieder hier zu dem verrückten Garin. Der gefällt mir gut. Habt ihr mein Mittagessen gesehen? Sie sind den klasse. Ein Stück Flechtenbrot mit einer Scheibe altem Käse und getrockneten Fleischfransen? Ich frage nur, weil man ja nie weiß, ob nicht jemand Hunger bekommt. Okay, lasst mich eure Waren sehen. Genau. Die beste überhaupt, wisst ihr? Ich bearbeite das Erz nämlich
selbst. Ich finde den einfach toll. So, sollen wir mal gucken, was wir hier so haben, was wir nicht brauchen. Verkaufen. Alle drei. Verkaufen. Dankenschwert behalten wir. Verkaufen. Genau, wir brauchen ein leeres Hammer des Schmiedemeisters. Das behalten. Komm, verkauf's. Speerwerfer verkaufen. Die Pfeile behalten wir. Harrimans Stab, den verkaufen wir nicht. Den muss ich mir nachher mal angucken, ob der vielleicht besser ist. So. Zum Anziehen haben wir ja eine ganze Menge. Haube des Distanzläufers. Schwere Helm des Templerkommandanten. Oh. Mann, Leute, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wer was anhat. Wenn ich ehrlich bin. Aber den Schild verkaufen wir. Brankas Schild verkaufen wir auch. Mühsal. Gewand des Seers. Verkaufen wir auf gar keinen Fall. So, Seelenfresserbombe weg. Verletzungs brauchen wir. Mabari brauchen wir alles. Dämonengift brauchen wir nicht. Die Salben brauchen wir nicht. Also man kann damit natürlich schon spielen mit diesen Salben, um sich zu schützen. Aber ich hau sie lieber weg. So. Da haben wir haufenweise Geschenke auch. Die Steine verkaufen wir auch alle. Das Totem behalten wir. Das verschenken wir später. Das verkaufen wir alles. Alles weg da. Bergkristall weg. Jade weg. So, was haben wir hier noch? Geistscherbe weg. Gefrorener Blitz auch weg. Lebenssteine. Gut, damit könnte man einen kleinen Feuerkristall behalten wir mal. Froststein behalten wir jetzt einfach auch mal. Verkaufen wir. So. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der Garin irgendwas hat. Nee, hat er nicht, ne? Der hat nicht diesen Konzentrationswirkstoff. Okay, dann machen wir weiter. Garin, vielen herzlichen Dank. So, und weiter geht's. Gehen wir zu Frieda und erzählen ihr von ihrem Sohn. Da wartet sie auch schon auf uns. Na, geht doch weiter. Genau, so komm. Frieda. Sie heißt doch Frieda, oder? Das Dagna. Die können wir noch nicht befriedigen. Da müssen wir erst zum Zirkel der Magi. Dann sprechen wir erstmal mit Frieda. Hi Frieda. Ihr seid zurück. Hallo. Bei all der Aufregung wegen des neuen Königs hatte ich nicht erwartet, dass ihr noch an meinen armen Sohn denkt. Aber natürlich. Wisst ihr etwas über meinen Ruck? Ja. So. Und wir haben dem Ruck versprochen, ihr zu sagen, dass er tot ist, damit sie endlich freigegeben wird. Und genau das sagen wir jetzt und lügen einfach mal dreist. Es tut mir sehr leid, er ist tot. Oh, mein armer Junge. Ich ahnte es wohl, aber... Oh, hätte ich ihn doch nur ein letztes Mal sehen können. Hier, das ist das Meisterstück meines Mannes, sein erster Schild. Ich habe niemanden mehr, für den ich ihn aufbewahren könnte. Ich möchte, dass ihr ihn bekommt. Ihr habt für diese Nachricht viel riskiert. Ja. Vor allem haben wir dich angelogen. Aber wir müssen sie anlügen, weil, Leute, sonst wird sie ja nie frei von der ganzen Geschichte. So, jetzt gehen wir noch zu dem... Komm schon. Hier. Zum Bruder Burkel. Sagen ihm, dass er eine Kirche machen darf. Dass Geduld ein Kind der Weisheit ist. Mhm. Aber bitte sagt mir doch, ob ihr dem Bewahrer gesprochen habt. Ah, Bruder Burkel, er hat zugestimmt. Ihr könnt eure Gebetstreffen zukünftig abhalten. Oh, der Erbauer sei gepriesen. Ihr schreitet wahrhaftig im Licht. Ich habe schon einen Bekehrten unter den Händlern gefunden, der sein Geschäft als provisorische Kirche angeboten Siehste? Hat. Direkt bei der Schenke. Ein guter Ort, Bitte, Burkel. Kommt zu unserer ersten Messe. Ein guter Ort, direkt neben der Schenke. Das ist ziemlich cool. So, jetzt gehen wir mal hier noch mit dem Herrn sprechen. Den können wir zwar nicht leiden, aber vielleicht hat er... Unglaublich! Deswegen kann ich dich nicht leiden. Dieser intrigante Harrimond hat den Thron gestohlen. Oh, du blöder Seine Affe. Steuern werden uns ruinieren und seiner Frau neue Diamanten bescheren. Ach, du Schwätzer, blöder. Nun, wollt ihr etwas kaufen oder nicht? Naja, zeig mal, was du anzubieten hast, du blöder Affe, du. Ich nehme euer Gold. Dafür taugt ihr. Hau dir gleich eins aufs... Ne? So. Wir wollen nämlich gucken, ob der
Och, das, ich glaube, er hat auch nicht. Außergewöhnlicher Saphir, Buch der sterblichen Hülle. Da kann man seine Attribute steigern. Sollen wir das kaufen? Ne, wir kaufen das jetzt nicht. Krug. Krug des Königs, das nehmen wir mit. Das, damit können wir dann unseren guten Ogrin ein bisschen bearbeiten. Und den außergewöhnlichen Saphir nehmen wir auch mit. Ansonsten hast du, glaube ich, nichts, was mich interessiert. Ich hätte Destillationswirkstoff gebraucht. Hast du nicht. Okay, gut. Wunderbar, dann schenken wir jetzt, das machen wir, der Shell diesen außergewöhnlichen Saphir. Aha. Shell, 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 wo bist du da? Wie viele Punkte haben wir denn? Weil sie ist jetzt, ja, sie ist uns zwar zugetan, aber noch nicht so richtig. Ich glaube, wir schadet nichts, ihr ein bisschen was zu schenken. So, komm her. Sehr nett. Ja. Wirklich sehr nett. Ja, sehr gerne, Shell. So, und wie sieht's mit Severin aus? Der kann auch noch ein bisschen was vertragen. Das heißt, dem geben wir jetzt den mittleren Silberbarren. Ihr habt einen hervorragenden Geschmack. Ich weiß, mein Lieber, ich weiß. So, wunderbar. So, ihr Lieben. Und jetzt? Na, guck mal, da, ne? So, haben wir sie ein bisschen inspiriert, die beiden. Das finde ich schön. So, ihr Lieben, und jetzt geht's los. In den Teig. Genau, in den Teig, wo wir die Vergangenheit von Shell versuchen zu ergründen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, Shell war ursprünglich in dem Spiel integriert. Das war kein DLC, sondern von der eigentlichen Planung her war sie integriert. So, genau. Hat man dann kurz vor Veröffentlichung rausgeschnitten, um es als DLC zu verkaufen. Finde ich ein bisschen fies, wenn ich ehrlich bin. Aber so ist es halt. So, du lässt uns jetzt sicher durch, Junge. Genau. Und dann gehen wir Stantepete in den Teig. Diesen hier. Kadesh-Teig. Waren wir hier eigentlich? Orten waren wir schon? Waren wir eigentlich schon im Edukenteig? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, wir gehen jetzt zum Teig Kadesh. Werden die Quest um Shale erledigen. Dann könnten wir noch irgendwo, glaube ich, das Schwert des Oberflächlers finden. Aber ich denke, das lassen wir auch, weil ich habe ja keinen, dem ich es geben kann. Ich meine, ich habe natürlich schon Leute, denen ich es geben kann, aber die, wenn ich mir angucke, alle anderen haben gute Schwerter. Jo, da sind wir im Teil Kadesh. Jetzt sprechen wir erstmal die Shale an. Es spricht. Es spricht, ja. Ich habe ein paar Fragen. Hat es denn nichts Besseres zu tun? Ich plaudere gern mal so ein bisschen. Mal gucken, ob man da irgendwas... Ihr seid also eine Frau? Das wusste ich nicht. Ich dachte nicht, dass ich das erwähnen müsste. Es hat mir ja auch nicht gesagt, welches Geschlecht es hat, oder? Tja, ich bin auch eine Frau. Schön für es. Ich bin sicher, dass das für andere Kreaturen, die ebenso weich und schwach sind, offensichtlich ist. Ja. In Wahrheit ist es jetzt irrelevant, welchen Geschlechts ich einst war. Ich bin ein Golem. Ich bin geschlechtslos. Das ist doch kein Problem, oder? Oh, soll ich mal fragen, ob wir uns jetzt um dieselben Männer streiten? Nee, ich sag jetzt, ich bin auch eine Frau. Das ist großartig. Na ja, weibliche Verbundenheit und all das. Also, lasst uns etwas Weiches zerschmettern und genießen, wie das Blut fließt. Ich hoffe, dieser Wunsch ist ihm mädchenhaft genug. Fürwahr, Shale, du bist einfach ein Zugewinn. Okay, ich hatte die Hoffnung, dass sie uns vielleicht irgendwas Erhellendes jetzt hier über diesen Teig sagen kann. Aber das war's nicht. Jetzt gehen wir hier mal ein Stückchen vor. Gucken mal um die Ecke. Genau. Vielleicht spricht sie ja nochmal mit uns. Da drüben steht irgendwas. Das sieht mir aus wie dunkle Brut. Kann man da hin? Lasst mich mal gucken. Das sieht mir nicht so aus. Aber ich glaube, dass wir uns... Ah, jetzt ist es schon passiert. Da müssen wir halt doch ein bisschen kämpfen. Das können wir nicht speichern. Dann kämpfen wir jetzt mal so ein bisschen über die. Kämpfen wir erstmal ein bisschen gegen die, meine ich. So. Jetzt hau mal einfach mal hier... Ne? Kann ich dich versteinern? Komm, du kommst ins Gefängnis, Junge. Ja, genau, dann bist du zerborsten. Oh, schau mal, da ist noch einer.
Lebenskraftzug. Und jetzt kriegst du das hier ab. So, und ich muss ein bisschen aufpassen. Ich werde schon wieder zu frech, weil ich irgendwie immer der Ansicht bin, es sei nicht so schlimm hier. Oh, schnell, 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 bevor die mich jetzt doch fertig machen. Und dann hauen wir dich um. Genau, so. Da hinten ist noch einer, ein Genlock. Dann lass uns mal, ne, warte, erstmal eine Runde filzen hier. Ah, Kreischer. Flussspaten, nehmen wir mal. Kreischer, böser Kreischer. Böser Kreischer. Und dann haben wir ihn schon. Wieso ging denn das so schnell? Ach, da ist noch einer. Oh, ich muss Lyrium nehmen. Wieso ging denn das so schnell? Hallo? Die können ja gar nichts ab hier. Entschuldigt mal. Optionen. Schwierigkeit schwer. Hä? Also Kreischer sind ja normalerweise dann doch ein wenig... ein wenig anstrengender. Ich glaube, ich brauche Lyrium. Genau, so. Dann haben wir die. Also die fand ich ja jetzt ziemlich... Betrachtet. Und wir hauen dich um. Das macht Jail schon. Okay, also das ist jetzt nicht anspruchsvoll gewesen. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Um das mal so deutlich zu sagen. Und ich glaube, mit diesem kleinen, weniger anspruchsvollen Kampf hören wir für heute auch auf und machen das nächste Mal weiter. Und dann werden wir, glaube ich, die Folge so lang machen, bis wir wissen, wie sich's um Shell verhält. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.